Bei mir im Studio ist jetzt der ehemalige Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko. Herr Präsident, ich begrüße Sie. Thank you. Dankeschön. Jetzt ist zur gleichen Zeit, wie Sie hier sind, ist auch Ihr Nachfolger, Präsident Zelensky, ebenfalls in Deutschland, um die Verbündeten der Ukraine davon zu überzeugen, dem Land deutlich mehr Waffen zur Verfügung zu stellen. Haben Sie denn den Eindruck, dass der Westen tatsächlich den Willen und die Kraft aufbringt, um Ihr Land so zu unterstützen, dass Sie die russischen Invasoren vertreiben können? Zunächst einmal, als ich nach Deutschland kam, möchte ich erst einmal Deutschland, der Europäischen Union und der NATO danken, dass sie Schulter an Schulter mit uns zusammenstehen und uns liefern mit wesentlichen Mengen von Waffen, mit finanziellen Ressourcen. Dazu kommen die Sanktionen und viele andere Dinge. Ich möchte Sie erst einmal daran erinnern, dass wir damals mit den Helmen und mit den Jacken begonnen haben. Und jetzt reden wir schon über die Panzerhaubitzen. Jetzt reden wir schon, also die sind übrigens extrem effizient, das kann ich Ihnen bestätigen. Auch die IRIS-T, Luftverteidigung, ist sehr effektiv und stoppen die russischen Raketen sehr. Die Gepard lassen sich sehr gut gegen die iranischen Drohnen einsetzen. Da sind bisher Tausende von unschuldigen Zivilisten in der Ukraine gestorben. Und wir sollten immer daran denken, dass die Ukraine 12 Stunden am Tag in den Bunkern verbringen. Man sitzt dort oft ohne Strom für mehr als 20 Stunden am Tag. Neue Waffen und Ihre Waffen werden auf jeden Fall bei der Verteidigung helfen und Ihre Waffen bringen uns tatsächlich auch dem Frieden näher. Die massiven Finanz- und Waffenhilfen für die Ukraine sind ja auch zu einem zentralen Punkt der innenpolitischen Auseinandersetzung hier in Deutschland geworden. Zum Beispiel die Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Jetzt extreme politische Kräfte hier in Deutschland, die profitieren von dieser Debatte, sogar jetzt jüngst bei Regionalwahlen. Wie bedrohlich ist denn diese Entwicklung aus Ihrer Sicht? Zunächst einmal möchte ich Deutschland und den Menschen in Deutschland danken, dass sie die zeitweilig vertriebenen Menschen aus Mariupol, aus Severodonetsk, aus Lysychansk, aus Bucha und woanders, aus vielen anderen Städten bei sich aufgenommen haben. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft und vielen Dank für Ihre Hilfe. Denn zunächst einmal sind es ja Kinder, es sind die Frauen, die sehr viel gelitten haben unter dem Krieg. Das Zweite ist, es ist natürlich extrem wichtig, dass Sie uns nicht nur Waffen für die Verteidigung liefern, dass Sie nicht nur Sanktionen erheben, sondern dass Sie auch finanzielle Unterstützung leisten. Was ist das? Und bitte, versuchen Sie nicht, das darzustellen als einfach eine Unterstützung der Ukraine, als Hilfe für die Ukraine, denn es wäre absolut leichter für die Deutschen zu verstehen, dass es nicht um eine Unterstützung und Hilfe geht, sondern es ist eine Investition in die Sicherheit. Denn der Zweck Putins besteht ja darin, nicht nur Krim oder den Donbass oder Cherson und Zaporizhia zu erobern. Er möchte die ganze Ukraine erobern. Und zweitens möchte er nicht nur die Ukraine erobern, sondern auch Moldova, Georgien, die baltischen Länder. In einigen Interviews hat er schon gesagt, dass er, dass es die natürliche Gegend ist, in der sie, das natürliche Operationsgebiet ist für Russland. Und wenn sie also die Waffen liefern, dann ist das auch eine Investition in die deutsche Sicherheit. Es ist absolut notwendig, Putin in der Ukraine zu stoppen und ihm nicht zu gestatten, hier in anderen Ländern aufzutauchen, vielleicht auch unter anderem in Deutschland. Jetzt hat Präsident Zelensky eine Offensive, eine Gegenoffensive auch auf russisches Gebiet gestartet, im Raum Kursk, einen Vorstoß. Damit sollte eigentlich bezweckt werden, Russland zu Truppenverlagerungen zu bewegen, um den Donbass, die Front im Osten, zu entlasten. Hat dieses Manöver aus Ihrer Sicht funktioniert?
Ich hasse die Vorstellung, dass man hier die Pläne von Präsident Zelensky kommentieren sollte, denn er selbst hat ja seine Operation nicht kommentiert. Er muss ja alle Informationen haben über den Zweck dieser Operation, was, wann und warum diese Operation stattgefunden hat. Aber ich bin sehr zuversichtlich auf jeden Fall, wenn wir Frieden wollen, wenn wir den Krieg zum Ende bringen wollen, wenn wir eine Lage bringen wollen, wo eine friedliche Lösung gefunden werden kann. Da finden Sie kein anderes Land in der Welt, was mehr nach dem Frieden strebt als die Ukraine. Aber wenn man diesen Zweck erreichen will, dann brauchen wir auf jeden Fall die Möglichkeit, Kopfschmerzen zu verursachen, um die legitimen militärischen Ziele auch auf russischem Territorium anzugreifen. Denn das demotiviert Russland und wird sie dazu bringen, zum Verhandlungstisch zurückzukehren. Und das ist viel wichtiger als, und sie müssen dann ihre Truppen auch aus dem souveränen Territorium zurückziehen. Und das nächste ist, um den Angriff zu stoppen, ist die Einladung der Ukraine, dass man Mitglied der NATO werden soll. Wir haben das ja schon seit 2008 versprochen bekommen und immer wird gesagt, die NATO ist offen für die Ukraine. Jetzt wollen wir mal sehen. Und wenn sie doch nicht offen ist, dann wollen wir das wissen. Also es ist ja aber auch im deutschen Interesse, im Interesse der Europäischen Union und im Interesse der NATO, dass man die NATO, dass die NATO auch die Ukraine als Mitglied gewinnt. Denn das sind ja die stärksten bewaffneten Kräfte auf dem Kontinent. Und im Übrigen ist es auch die billigste Version und hilft, Geld zu sparen, auch vom deutschen Steuerzahler. Aber um Mitglied in der NATO zu werden, muss man natürlich auch erstmal den Krieg beendet haben, weil nur Länder, die sich nicht im Kriegszustand befinden, können überhaupt in die NATO aufgenommen werden. Ich würde ganz gern an den Punkt nochmal, den wir gerade diskutiert haben, nochmal zurückkommen. Wenn jetzt eben dieses Manöver in Kursk eben erfolgreich sein sollte und die ukrainischen Truppen sich dort festsetzen könnten, kann man das dann möglicherweise auch dahingehend nutzen für eventuelle Waffenstillstands- oder Friedensverhandlungen, um diese Gebiete dort als Tauschobjekte für den Donbass zu verwenden? Könnte diese Strategie auch aufgehen? Alexander, wir wollen ja eine kristallklare Antwort haben. Wenn es eine Situation gibt, dass die Ukraine Frieden braucht, bevor sie Mitglied in der NATO werden kann, okay, dann ist das so. Aber bitte sagen Sie uns das. Hier haben Sie die Einladung für die NATO und Sie können NATO-Mitgliedsland werden am nächsten Tag, nachdem das Friedensabkommen unterzeichnet ist. Wenn es diese Bedingungen gibt, dann werden wir definitiv auch sehr hart arbeiten, dieses Kriterium zu erfüllen. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass Deutschland, als es Mitglied der NATO wurde, ein großer Teil Deutschlands ja damals noch besetzt war von der Sowjetunion. Und das war ja unschädlich für die Bundesrepublik damals, ein NATO-Mitglied zu werden unter der Führung des Kanzlers Konrad Adenauer im Jahr 1955. Wir wollen die gleiche Situation haben, wenn wir mit den NATO-Mitgliedstaaten reden. Wir reden ja über wirkliche Garantien nach dem Stil von Schweden oder Finnland. Genauso wie Finnland und Schweden damals vor dem Eintritt in der NATO gestellt waren. Wenn wir zunächst einmal die Einladung haben, zweitens die Sicherheitsgarantien bis zum Ende des Krieges und drittens, wenn wir am Tag nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens garantiert Mitglied der NATO werden könnten, dann sind wir auch bereit, hart zu arbeiten, das Land zu verändern, zu reformieren, das ganze Land so zu verändern, dass wir auch die Kriterien für die NATO-Mitgliedschaft erfüllen. Aber glauben Sie mir, das wäre der kürzeste Weg zum Frieden. Das ist der kürzeste Weg zu einem nachhaltigen Sicherheitskonzept auf dem Kontinent. Sagt der ehemalige Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Thank you.